Welcome to video number 4. Willkommen zu unserem vierten YouTube-Video. Heute stellen wir euch die limitierte Sonderedition von Cartier, das Modell Astrolove, vor. Ich habe zu diesem Zwecke zwei Astrolove-Ringe hier in den Original-Cases auf dem Tisch stehen. Ich werde diese jetzt auspacken und währenddessen werde ich ein wenig zu dem Astrolove-Ring erzählen. Der Astrolove-Ring geht aus der Love-Serie hervor, die 1969 von dem Designer Aldo Cipollo entworfen wurde. So, hier haben wir das Modell einmal in Gelb-Gold. Ausnahmsweise mit der Original-Kordel noch dabei. Das ist sehr selten. Diese Ringe gibt es nicht mehr zu kaufen. Man kann sie nur gebraucht erwerben. Dementsprechend sehen auch die Ringboxen etwas ramponiert aus. Und da haben wir dasselbe Modell in der gleichen Größe, nochmal in Weißgold. Das Besondere am Modell Astrolove ist, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Ring handelt, sondern dass es sich um einen Ring und einen Anhänger handelt. Es ist eine besondere Mechanik verbaut worden. Ich habe großen Respekt vor dem Designer, der das entworfen hat, und er hat wirklich ein außergewöhnliches Schmuckstück hier erschaffen. Dann wollen wir uns die Ringe jetzt etwas näher betrachten. Ich hole sie dafür mal aus dem Case raus, was sich etwas schwierig hier gestaltet. Ups. So, da haben wir einmal den Weißgoldring. Holt mir hier davon. Und auf der anderen Seite, aus dem anderen Case, den Gelbgoldring. Ja, ich habe mich hier mal für eine extreme Makroaufnahme entschieden, damit man auch mal das Innenleben sehen kann. Copyright für diesen Ring ist 1999. Man sieht die 750er Punzierung. Auf dieser Seite sind einige andere Punzen. Und weitere Gravuren. Natürlich ist auch die Seriennummer eingraviert. Cartier steht auch dort. Das gleiche sehen wir auch im Gelb-Gold-Ring. Seriennummer, Cartier-Schriftzug, Copyright-Zeichen 1999. Die 750 für den Goldgehalt, und hier können wir gut erkennen noch die Größe 52. Bei dem Weißgoldring war das nicht mehr so gut zu erkennen. Ich gehe nochmal darüber. Ja, die Gravur ist da leider schon etwas beschädigt, aber jetzt kann man es doch erkennen. Es ist auch hier die Größe eingraviert, Größe 52. Das Löchlein, was man da sieht, gehört zur Mechanik des Rings. Auf der anderen Seite ist ebenfalls so ein kleines Löchlein. Und dort befinden sich Schrauben, die den Ring, wenn man ihn auseinanderzieht, zusammenhalten. Auch beim Modell Astrolove finden wir das typische Schraubenmotiv der Love-Serie. Sowohl beim Weißgoldring wie auch beim Geldgoldring. Die Ringe sind quasi identisch. Die Breite der Ringe beträgt 7,2 mm circa. Um einen weiteren Vergleich machen zu können, habe ich hier noch den Laufring als normalen Ring in Medium. Ebenfalls Größe 52, und
Wir können jetzt gleich recht schnell feststellen, dass der Mediumring wesentlich schmaler ist als die Ausführung des Astrolaufrings. Es gibt das Modell des Laufrings in drei Stärken. Einmal 3,5 mm, das ist der kleine Ring. Dann haben wir das Medium-Modell mit 5,5 mm. Das ist der Ring, den wir jetzt hier in der Mitte sehen. Und dann gibt es den Laufring, das XL-Modell, mit einer Breite von 11 mm. Das Modell Astrolauf hat eine Breite von 7 mm. Der Unterschied ist hier deutlich zu sehen. Natürlich möchten wir auch diesmal erfahren, wie schwer die Ringe sind. Der Gelbgoldring wiegt 11,84 Gramm. Und derselbe Ring mit denselben Maßen in Weißgold sollte etwas schwerer sein. Der wiegt 12,33 Gramm. Zum Vergleich habe ich hier nochmal das Medium-Modell. Alle Ringe haben dieselbe Größe, Größe 52. Und das Medium-Modell wiegt nur 6,88 Gramm. Da die Ringe heute nicht mehr verkauft werden, lässt sich über das Gewicht Rückschlüsse auf den Preis ziehen. Der Medium-Ring kostet heute 1690 Euro und ist ungefähr vom Material nur halb so schwer wie die Astrolaufringe. Das würde bedeuten, dass diese heute bei einem Ladenverkaufspreis von ca. 3200 bis 3500 Euro liegen würden. Diejenigen unter euch, die das Modell noch nicht kennen, haben sich sicherlich schon gefragt, wofür diese kleine Kordelkette notwendig ist. Dann werden wir das Geheimnis mal lüften. Der Astrolaufring hat eine ausgeklügelte Mechanik. Ich hoffe, ich kann das jetzt mit den Handschuhen hier öffnen. Die sind nämlich sehr rutschig. Was ist jetzt das Geheimnis an diesem Astrolaufring? Das Geheimnis ist, dass man ihn auseinanderklappen kann und zu einer Kugel bisschen formen kann. So schnell lässt der Ring sich in eine Kugel verwandeln. Dafür ist dann auch hier diese Kordelkette vorhanden, damit man den Anhänger auch um den Hals tragen kann. Die Öse sowie der Karabinerhaken der Kordelkette bestehen aus 750er Gold, passend beim Gelbgoldring natürlich in Gelbgold. Der Weißgoldring hat normalerweise dieses Kettchen mit Weißgoldverschlüssen. So sieht das Ganze dann aus, wenn man es um den Hals hängen hat. Wie gesagt, dieser Ring ist wirklich ein besonderes Stück. Ihn gibt es heute nicht mehr zu kaufen. Und was mich besonders fasziniert, ist die Mechanik, die dahinter steckt. Das ist wirklich eine sehr ausgeklügelte Idee des Designers. Hier nochmal das Modell in Gelbgold zur Kugel geformt. Dann wollen wir mal das gute Stück zurücktransformieren, damit es wieder zu einem Ring wird. Dazu schieben wir die eine Seite nach hier zurück und den Innenring klappen wir
ebenfalls wieder ein. Natürlich sollte man das Ganze ohne Handschuhe machen. So, und schon haben wir wieder unseren tragbaren Cartier-Laufring. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Gelbgoldring. Der ist nur etwas schwergängig, das heißt, die Vorbesitzerin hat ihn selten als Anhänger getragen. So, und schon haben wir wieder einen wundervollen Cartier-Laufring, den man am Finger tragen kann. Mich persönlich hat der Astro-Laufring durch seine ausgeklügelte Mechanik vollkommen überzeugt. Leider gibt es diesen Ring nur sehr selten in meiner Größe. Größere Größen sind wirklich sehr rar. Von daher habe ich bisher leider noch keinen gefunden. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr könnt auch meine Webseite auf www.markenschmuck-gebraucht.de besuchen. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.